schmieden heute ja Zelthaken, oder wie man heutzutage sagen würde, Zeltheringe. Die brauchen wir für unsere historischen Zelte, werden die halt verwendet. Damals wurde halt alles geschmiedet. Und wir längen die halt auf ein gewisses Maß ab. Die sind jetzt 30 cm an der Gesamtlänge. Als nächstes wird die Spitze ausgeschmiedet. Und sobald die Spitze geschmiedet ist, dann wird als nächstes die Rundung gemacht, wo man halt die Schnur einhängen kann. Wird halt über die Amtsspitze gezogen. Und wenn das gerade ist, wird es nochmal gerichtet. Dass er auch wieder in einer Richtung steht. Und schon ist der nächste Haken fertig. Die kann man jetzt einfach so ausklingen lassen, weil die haben im Prinzip jetzt nichts zu halten. Die sind jetzt nicht wie als Messerklinge geschmiedet, ja, dass die noch gehärtet werden müssen. Oder wie zum Beispiel Gabeln oder Äxte, wo die Klinge oder die Schneide noch gehärtet wird. Oder bei anderen Handwerkszeugen, was man halt so damals hergestellt hat. Weil das ist ja bei mir, ich bin ja hier der Grobschmied. Also es gibt ja auch einen Feinschmied und einen Grobschmied, ist halt ein himmelweiter Unterschied. Der Grobschmied macht halt so derbe Sachen, die man halt, die Landwirte halt brauchen. Ja, also wie zum Beispiel so Gabeln, Äxte auch ausschmieden, dann hier solche Heringe oder wenn man zum Beispiel so Bauklammern, sowas hier, also irgendwas befestigen wollte, sowas macht man. Oder auch so Grillroste, die man halt direkt ins Feuer stellen kann. Oder vielleicht auch mal eine geschmiedete Fahne ausziehen, also ein Tiegel aus einem Stück Eisen, wurde ja auch ausgeschmiedet. Das ist, also damals konnte man auch in dem Sinne noch nicht so schweißen wie heutzutage mit elektronisch, das hat man dann alles entweder aus einem Stück geschmiedet oder genietet. Das heißt, wenn man dann kleine Stücke gemacht haben. Im Prinzip so, in dem Durchmesser hat man die dann ausgezogen aus dem Eisen, hat die dann auch abgelenkt, hat den Nietköpfe draufgeschlagen und dann wurden halt über einen Dorn, den man hier einschlagen konnte, wurde dann Metall noch reingetrieben. Dann wurde die Niete nochmal heiß gemacht, eingesteckt und dann wurde es nochmal verschlagen und dann, wenn die dann ausgekühlt ist, dann. Und die lässt man auch einfach auskühlen, so eine Niete. Also, die sind dann fester, das kriegt man nur noch mit der Flex runter. Mit den Hämmern war es halt damals so, dass sich die Schmiede die Hämmer selber hergestellt haben, nach ihrem Gewicht. Also der wiegt jetzt 1,5 Kilo, der Kopf. Und die wurden halt, jeder Schmied hat sich die Hämmer selber gemacht. Und auch die Zangen, generell das Werkzeug. Diese modernen Hammerformen, die kamen, glaube ich, erst in den 30er Jahren auf. Und deswegen kann man es heutzutage gut unterscheiden, wenn man halt einen handgeschmiedeten Hammer hat, der auch eigentlich viel besser sich schmieden lässt, wie die modernen Hammer. Ja, die Form ist einfach besser. Meiner Meinung. Zum Beispiel hier beim Feuer, dass es gleichmäßig ist, dass uns das Eisen am Feuer nicht verbrennt. Also ich muss halt rechtzeitig rausholen, wenn es nämlich anfängt Funken zu sprühen, wenn das zu spät, dann haben wir auch Sandstoff da drin. Und was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, wenn man hier die Fettnuss ins Feuer gibt, dann sammelt man die immer erst am Anfang ringsrum, dass sie halt langsam warm wird, weil wenn nämlich ein bisschen Feuchtigkeit drin hat, dann kann die explodieren. Und das gibt einen heftigen Knall, also wie so ein Vergaserverpuffung beim Auto. Und nur, dass dann hier halt uns die Asche und die heiße Glut um die Ohren fliegt, und das sollte man halt vermeiden, weil wenn das ins Auge geht, dann kann man erstmal zum Augenarzt fahren. Deswegen ist halt in der Schmiede auch damals wie heute Vorsicht geboten. Und deswegen gibt es ein paar so Regelungen, wie zum Beispiel, dass man die Kohle erst langsam erwärmt und nicht direkt ins Feuer gibt. Ja. Dann auch beim Schmieden halt aufpassen, dass man wirklich immer das Eisen mit Zange anfasst. Kannst du mal kurz aufhören. Und dann halt so lange schmiedet, bis halt das Eisen auf die richtige, so lange wie es die richtige Temperatur hat. Und dann geht es nämlich am schnellsten, das ist mit ein paar Hammerschlägen fertig. Also gehen wir hinter mit der Kamera. Was wir hier in der Schmiede noch als Besonderheit haben, ist halt ein Nagel, sogenannter Nagelhammer. Mit dem kann man halt Nägel schmieden. Das heißt, wird halt auch ein Stück Eisen genommen, wird halt eine Spitze, dass die hier reinpasst. Und dann mal den Hammer. Oben ist dann halt ein Kopf, also guckt halt ein bisschen Metall rüber. Wenn man den Hammer dann mit Schwung auf das Stück Metall, was jetzt hier drin steckt, ich habe jetzt nur mal ein Modell hier, das ist jetzt halt kein richtiger, wenn man den jetzt
wenn man die Geschwindigkeit runterschlagen würde, dann wäre gleichzeitig der Kopf geformt. In der Form, wie hier das Stück Metall vorgegeben ist. Achso, ich habe ihn dann gleich auch noch da unten durchgetrieben. Ja, genau. Das sieht dann am Ende so aus, die Nägel. Die Leute mit der Holzschuhe, die wieder einsammeln.